Wir hatten heute die Gelegenheit, verschiedene Gespräche zu führen, natürlich mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses und seinem Stellvertreter im Senat und danach mit dem Vizepräsidenten Herrn Pence und dem gestern oder in der Nacht von gestern auf heute ernannten neuen Außenminister der USA mit Herrn Tillerson. Das waren ausgesprochen gute Gespräche, die, finde ich, uns gezeigt haben, dass es auch in der neuen Administration Menschen gibt, die ein großes Interesse am Ausbau und am Beibehalten der transatlantischen Beziehungen, nicht nur zu Deutschland, sondern insbesondere auch zur Europäischen Union und zur NATO gibt. Wir haben sehr intensiv über vor allen Dingen die Felder Europa, NATO und auch transatlantische Handelsbeziehungen gesprochen. Das war ein erster Besuch. Bei Herrn Pence war ich, glaube ich, der erste Gast und bei Herrn Tillerson der zweite. Herr Pence hat unsere Einladung angenommen und wird zur Münchner Sicherheitskonferenz kommen. Und wir hoffen, dass es auch bei Herrn Tillerson möglich ist. In jedem Fall hat er die Absicht, zum G20-Außenministertreffen nach Deutschland zu kommen. Das Ziel der schnellen Reise war natürlich, dass wir in Zeiten großer Verunsicherung auch über die Politik der neuen amerikanischen Administration deutlich machen, dass wir unabhängig von Unterschieden in bestimmten Bereichen der Politik das Interesse daran haben, die transatlantischen Beziehungen auszubauen, aber auch deutlich machen wollen, wo die deutschen Interessen liegen. Unser deutsches Interesse ist zum Beispiel ein starkes Europa. Wir wissen, dass wir da auch eigene große Herausforderungen haben und wir sollten nicht anderen vorwerfen, wenn sie Europa zurzeit als schwach empfinden, denn wir selbst haben es in der Hand, Europa zu stärken. Auch in der Frage, wie gehen wir um beispielsweise mit dem Konflikt in der Ukraine, den Verhandlungen mit Russland. Nur muss ich dazu sagen, dass es diese Differenz in den Gesprächen mit dem Vizepräsidenten Pence und mit dem amerikanischen Außenminister Tillerson nicht gab. Also ich war sehr zufrieden darüber, dass wir hier doch eine große Bandbreite gemeinsamen Verständnisses hatten. Beide Gesprächspartner, Herr Pence und Herr Tillerson, haben klargemacht, dass sie ein großes Interesse an einer Stärkung Europas haben und dass sie auch die Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen, nicht verwechseln mit sozusagen dem Beginn eines Auseinanderbrechens der Europäischen Union. Und es liegt übrigens auch im amerikanischen Interesse. Ein Thema in den Gesprächen war ja immer, dass die Vereinigten Staaten sagen, wir haben ungefähr das gleiche Bruttoinlandsprodukt wie die Europäische Union und ihr müsst jetzt auch bereit sein, mehr Verantwortung und damit letztlich auch mehr finanzielle Verantwortung für eure eigene Sicherheit aufzubringen. Das wird sich nur realisieren lassen, wenn Europa das gemeinschaftlich macht. Man stelle sich vor, Europa würde schwächer werden. Dieses amerikanische Ansinnen, sozusagen ein besseres Burden-Sharing zu haben bei den Aufgaben der Verteidigungs- und der Sicherheitspolitik, würde dann ganz sicher unter die Räder geraten, sodass die Vereinigten Staaten ein vitales eigenes Interesse daran haben müssen, dass Europa stärker auch eine gemeinsame Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik entwickelt. Und wir Europäer ohnehin. Die Frage der Handelspolitik natürlich in all diesen Gesprächen angesprochen. Für uns ist völlig klar, die Vereinigten Staaten haben genauso wie wir in Deutschland große Wertschöpfungsketten, wo sie nicht so einfach einzelne Teile rausbrechen und mit Zöllen belegen können. Das scheint mir vor allen Dingen auch Herrn Tillerson absolut klar zu sein. Worum es jedenfalls nach Aussage meines amerikanischen Kollegen den USA geht, ist Handelsabkommen sozusagen auf einen Stand zu bringen, wo jedenfalls die USA sich in ihren Interessen nicht benachteiligt fühlt. Und hat mehrfach darauf hingewiesen, dass beispielsweise China sich an die WTO-Vereinbarung halten müsse, was mich dazu veranlasst hat zu sagen, diese Erinnerung fände ich gut, weil das ja bedeutet, dass letztlich auch die Vereinigten Staaten zu diesen WTO-Vereinbarungen stehen. Ich glaube, das hat er mit großem Humor zur Kenntnis genommen, weil ich ihm gesagt habe, bei uns ist das ein Sprichwort, wer mit einem Finger auf jemanden zeigt, der hat immer gleich eine Situation, wo drei Finger auf einen zurückzeigen. Also ich finde schon, dass wir klar machen müssen, und das, glaube ich, ist auch richtig gewesen, das hier zu tun, dass am Ende des Tages faire Abkommen immer bedeuten, dass jedenfalls ein freier Handel und fairer Handel auch im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher der Vereinigten Staaten liegen wird. Es gibt 3.500 deutsche Unternehmen, die in diesem Land 700.000 Arbeitsplätze schaffen. BMW beispielsweise ist der größte amerikanische Autoexporteur und hat übrigens seine größte Fabrik in Spartanburg, also hier in South Carolina und nicht
wie manche vielleicht glauben, in München oder in Leipzig. Also daran sieht man, wie groß die Verknüpfung ist. Wir haben gute Erfahrungen in Deutschland daran gemacht, an diesen Wertschöpfungsketten festzuhalten, sie nicht partiell aufzulösen. Das macht den großen wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes aus. Und wir haben übrigens auch noch mal angeboten, das, was die Amerikaner ja stark an Deutschland bewundern, nämlich die Berufsausbildung, auch dort hier zu intensivieren. Das ist, glaube ich, etwas, was in Amerika mit großem Respekt zur Kenntnis genommen wird.